Dramatische Minuten in Obermenzing. Beim Abendessen hatte ein 3-jähriger Junge gestern eine ganze Cocktailtomate verschluckt, lief blau an und wäre beinahe erstickt. Der Junge ist dann zunehmend eingetrübt, weil er einfach keine Luft bekommen hat, war er von der Wachsamkeit so eingeschränkt, dass er auch nicht mehr husten konnte. Verschlucken, Atemprobleme, Bewusstlosigkeit. Das waren die Schlüsselworte, weshalb die Leitstelle neben Notarzt und Rettungswagen auch die Feuerwehr alarmierte. Die rückte mit einer sogenannten First Responder Einheit aus und rettete dem Kind das Leben. Der Kollege von der Feuerwehr konnte den Fremdkörper quasi mit den Fingern rausholen. Warum ist die Feuerwehr schneller vor Ort als die Rettungskräfte? Das hängt damit zusammen, dass wir unter Umständen von der Feuerwache her den besseren Standort haben oder wenn man gerade von einem Alarm zurückkommt, dass man da dazu disponiert wird. Hängt aber auch damit zusammen, dass der Notarzt unter Umständen einfach eine weitere Anfahrt hat, weil der von einem anderen Alarm, den er gerade fertiggestellt hat, erst frei wird. Seit 1994 gibt es die First Responder bei der Feuerwehr. Zur Ergänzung der Rettungskette werden sie losgeschickt und fungieren dann als Bindeglied zwischen den Ersthelfern vor Ort und dem verständigten Notarzt. Wir haben einen Rettungsrucksack oder einen First Responder Rucksack. Da sind Materialien drin, ein Beatmungsbeutel, damit wir eben auch eine Beatmung sicherstellen können. Wir haben Material dabei, damit wir Blutungen stillen können. Sauerstoff ist mit dabei. Das Lukas-Gerät selber ist dann ein Reanimator. Also das ist ein Gerät, das uns dann unterstützt, dass man bei der Reanimation das dann maschinell macht und nicht mehr mit der Hand. Fixiert auf der Brust. Dem Jungen geht es inzwischen wieder gut, auch weil seine Eltern sofort erste Hilfe leisteten. Doch hierbei gibt es einiges zu beachten. Beim Kind versucht man das Ganze ein bisschen zarter, indem man das Kind umdreht, zwischen die Schulterblätter schlägt, um da den Druck zu erhöhen, oder ähnlich wie bei einer Herzdruckmassage auf den Brustkorb drückt und da auch den Druck erhöht, damit der Fremdkörper ausgehustet bzw. ausgespuckt wird. Genau. Wenn die Maßnahmen nicht helfen, dann muss man versuchen, das ist das oberste Ziel, Luft in den Patienten hineinzubekommen. Und da hilft Mund-zu-Mund-Beatmung, Mund-zu-Nase-Beatmung. In jedem Fall lohnt es sich auch, den Erste-Hilfe-Kurs regelmäßig aufzufrischen. Das Wichtigste aber bleibt, die 112 zu verständigen.